Die ganze Welt redet über Kony 2012 und wird von vorne bis hinten verarscht. Statt im Video die Fakten auf den Tisch zu legen, wird auf Emotionen gesetzt, um ein Problem darzustellen, das so gar nicht mehr existiert, wie es im Video beschrieben ist. Das Video ist einfach nur veraltet. Der Bürgerkrieg ist zu Ende. Die Menschen sind auf ihre Felder zurückgekehrt. Flüchtlingslager existieren nicht mehr. Kony selbst soll gar nicht mehr im Land sein. Er ist vor 6 Jahren in den Kongo geflohen, seitdem gibt es gar kein Lebenszeichen mehr von ihm. Es ist nicht mal mehr sicher, ob er noch lebt. Vereinzelt gibt es immer noch Vorfälle von Entführungen, die aber nicht mal annähernd das Ausmaß im Video annehmen. Betrachtet man die Lage in Uganda heute, sind die eigentlichen Probleme Armut, mangelnde medizinische Versorgungen und vor allem die Menschenrechtsverletzungen durch die kaum demokratische, korrupte Regierung. Ende Februar 2012 zum Beispiel wurde ein Antrag ins Parlament eingereicht, der Todesstrafe von Homosexuellen einführen soll. Ich will damit nur sagen, dass die Probleme in Uganda heute, und die Betonung liegt auf heute, ganz andere sind als Joseph Kony. Jetzt fragt man sich natürlich, wieso die ganze Kony 2012 Aktion, wenn Kony kein Problem mehr darstellt. Im Januar 2009 wurde in Uganda ein Ölfeld gefunden, welches zum damaligen Zeitpunkt das größte Afrikas war. Daraufhin wurden weitere Testmessungen durchgeführt, die zeigten, dass es in Uganda so viel Öl gibt wie in Saudi-Arabien. 2 Monate später, nachdem auch der USA bekannt war, über welche Ölreserven Uganda verfügt, wurde ein Gesetzentwurf vorgelegt und im März 2010 vom US-Kongress angenommen. Dieser Gesetzentwurf erlaubt es der USA, Joseph Kony in Uganda Widerstand zu leisten, ihn zu fangen und zu töten. Und das 3 Jahre, nachdem Kony in den Kongo geflohen ist und keine Bedrohung mehr für Uganda darstellt. Was will Amerika denn in Uganda, wenn Kony die Nachbarländer terrorisiert? Amerika hat schon immer Kriege wegen Öl geführt. In dem Irak, in Afghanistan und in Libyen. Was tun wir also, wenn wir Kony 2012 unterstützen? Zuerst mal befürworten wir den Einzug weiterer US-Truppen nach Uganda. Was passiert, wenn man sich die Kony 2012 Action-Kits mit Plakaten etc. kauft? 20% der Einnahmen gehen für die Verwaltungsarbeit drauf. Von den 80%, die übrig bleiben, gehen 1/3 für die Filmchen weg. 1/3 werden wirklich gespendet und 1/3 für Lobbyarbeit verwendet. Wie sieht's aus mit anderen Spendenprogrammen? Es gibt noch die TRE, der Link steht in der Beschreibung, da am besten nichts spenden, denn davon wird wirklich alles in Lobbyarbeit investiert. Unser Fazit, wir vom Besser TV unterstützen das Projekt, spenden aber nichts. Wir wollen euch nur mal erklären, was die wahren Gründe für Kony 2012 unserer Meinung nach sein könnten. Dennoch wollen wir 1000-mal lieber, dass die USA weitere US-Truppen nach Uganda schickt und sich das Öl holt. Denn wenn das nicht passiert, werden die Chinesen, die sowieso schon fast alles in Afrika kontrollieren, sich das Öl holen und das wirtschaftliche Gleichgewicht wird noch weiter den Bach runtergehen. Aber das ist ein anderes Thema. Danke fürs Zuhören, kommentiert bitte fleißig und verbreitet das Video, um mehr Fakten zu sammeln. Liebe Grüße, euer Besser TV Team.